Nach diesem aufregenden Intro heiße ich euch herzlich willkommen bei Let's Play The Moment of Silence. An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an Hedy Hellfire, der sich dieses Let's Play gewünscht hat und mir das Spiel auch geschenkt hat, weil er es rein zufällig doppelt hatte. Das heißt, ohne ihn würde ich das jetzt nicht machen. Also bedanken wir uns und freuen wir uns darüber. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Ich habe das schon mal gespielt vor einigen Jahren, als es rauskam. Fand es damals mäßig. Also es war schon irgendwie ganz cool, aber es zog sich zwischendurch und man wusste ganz oft nicht, was man tun musste. Und ja, also ich habe mich da ziemlich durchgequält, aber ich habe mich durch sehr viele Spiele gequält, die ich als Let's Play aber dann auf einmal ziemlich cool fand, weil man ganz andere Motivationen und so hat, wenn man das für andere Leute spielt. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier alles irgendwie ganz cool werden wird und dass wir alle Spaß haben, bla bla, ihr wisst schon. Ja, ich muss gucken bei den Cutscenes. Das Intro habe ich jetzt auch runtergeladen und reingeschnitten, weil bei mir laggt das so gewaltig, wenn Fraps und das Intro, also und Cutscenes laufen. Ich hoffe mal, dass es nicht so bleibt, weil das wäre echt scheiße. Ja, das ist unsere Hauptfigur hier. Ette hier. Peter heißt der anscheinend, weil hier hinten Peters Apartment steht. Also gehe ich mal davon aus, er ist Peter. Er hat eine sehr bekannte Synchrostimme, das werdet ihr gleich feststellen. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen jetzt hier los, denn ich habe schon wieder genug gequatscht. Guck mal eben auf die Uhr, damit ich weiß, wie lange dieser Part noch läuft. Ihr wisst, das ist nicht meine Stärke. Ja, das ist unsere Wohnung, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir gucken uns das hier an. Der Teddy des Jungen. Sicher vermisst ihr ihn schon. Ich habe extra Untertitel angemacht, damit ihr mitlesen könnt. Mit Rechtsklick kann man untersuchen, mit Linksklick nehmen, so wie immer eigentlich. Na komm, Teddy. Hier kannst du nicht liegen bleiben. Ich bring dich zurück zu deinem Besitzer. Very nice. Lieber nicht. Die Familie heißt Oswald. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass der Mann seine Frau Debbie nannte. Die Tür ist völlig ruiniert. Dieses Kommando hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, was gibt's hier noch so? Wie Türloch, kann man es mitnehmen? Das sieht wirklich übel aus. Die Cops kennen kein Pardon. Tja. Mrs. Oswald, hier ist Ihr Nachbar, Peter Wright. Hm, es tut sich nichts. Hoffentlich sind die beiden wohl auf. Hoffentlich nicht verwandt mit Phoenix Wright. Mrs. Oswald, ich möchte nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Das ist schon die Wohnzimmertür. Ich kann da nicht einfach so hereinspazieren. Dann klingel halt doch mal. Lieber nicht. Ach, meine Herren. Jetzt gehen wir noch mal rein. Vielleicht können wir ja den Teddybär mit der Tür benutzen. Nein. Das Gute ist, wenn man das nicht benutzen kann, dann sagt er nicht, ich kann das nicht machen. Das funktioniert so nicht. Bla 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 bla, leck mich am Arsch. Meine Güte, das sieht wirklich schlimm aus. Der sagt dann einfach nichts. Dann könnte man natürlich auch denken, man hätte falsch geklickt oder so, aber ich finde es ganz okay. Okay, ich muss fragen, ob da drüben alles in Ordnung ist. Wo ist mein Messenger? Wahrscheinlich nicht im Bad, wir gucken uns aber trotzdem mal alles an. Die Nasszelle. Mr. Greenberg hätte mir ruhig sagen können, dass keine Badewanne drin ist. Okay, ein Bad ohne Badewanne ist kacke. Nein, dafür habe ich jetzt wirklich keinen Kopf. Nicht. Guckt euch mal, was für ein hyper cooles Futonbett er hat. Das ist so gut wie alles, was von meinem Leben noch übrig ist. Ich hätte mehr aus dem Haus mitnehmen sollen als diese paar Klamotten. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Scheidung, mein Lieber. Nachttisch, so ein kleines Ding. Das ist noch nicht mal mehr ein Hocker. Puh, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Das sieht ja aus wie ein Mund. Ja. Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Nicht? Na gut. Was gibt's hier sonst noch Cooles? Da ist die Küche. Das ist alles sehr asiatisch. Das gefällt mir.
Möbliertes Wohnen, wie man es sich vorstellt. Ich sollte den Hausverwalter wirklich mal fragen, ob er das Ding nicht austauschen kann. Ach, ich finde es ganz hübsch. In der Schublade ist eine Visitenkarte. Von uns offensichtlich ist in der unteren was. Nur CDs und Stifte. Das ist wohl ein Telefon. Das ist ein Computer. Das war jetzt so ein bisschen dumm. Ich weiß nicht, warum der erstmal so weit weglaufen und dann wieder hinlaufen muss. Peter? Sind Sie noch da? Peter? Ja. Ja, ich bin da. Wieder da. Na, ich dachte schon. Was war denn los? Ich weiß nicht genau. Die Polizei war eben da. Bei Ihnen? Nein, bei meinen Nachbarn. Was ist passiert? War die Musik zu laut? Danach sah das nicht aus. Es waren mindestens 6 Cops in voller Montur. Ein Spezialkommando. Sie haben die Tür gesprengt und einen Mann verhaftet. Wie aufregend. Vielleicht haben Sie neben einem Schwerverbrecher gewohnt. Da war auch eine Frau und ein Junge. Es war ziemlich brutal. Sie kennen die Familie? Kaum. Ich habe sie nur ein paar Mal im Aufzug getroffen. Der Mann hat mir letzte Woche geholfen mit den Umzugskartons. Er war eigentlich sehr nett. Tja, so kann man sich täuschen. Seien wir froh, dass sich jemand um unsere Sicherheit kümmert. Hey, und jetzt weiter im Text. Sie hatten mir gerade von Ihrem Job erzählt. Das fand ich sehr interessant. Was genau machen Sie bei Greenberg und Winter? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber mir steht jetzt wirklich nicht der Sinn nach so einem Gespräch, Christine. Das weiß ich doch. Ich wollte Sie eben nicht verletzen. Ich versuche nur... Ja, ich überlege, ob ich mal rübergehen sollte oder ich muss jetzt Schluss machen. Ich überlege, ob ich mal rübergehen sollte. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Zu Kriminellen? Vielleicht ist das keine gute Idee. Mischen Sie sich da lieber nicht in irgendwelche Geschichten ein. Wer weiß, was das für Leute sind. Womöglich Terroristen. Kriminelle Terroristen. Eine Frau und ein Junge sind da drüben. Sie wissen es nicht. Ich weiß, dass meine Nachbarn gerade eine schreckliche Sache erlebt haben und ich weiß, dass mir das nicht egal ist. Ich verstehe. Es ist wegen Ihres eigenen Jungen, oder? Blödsinn. Ich will nur... Ja, vielleicht. Laden Sie sich nicht noch mehr Schmerz auf, Peter. Sie werden das durchstehen. Kümmern Sie sich um sich selbst. Plaudern Sie mit mir. Erzählen Sie mir von sich. Kommen Sie auf andere Gedanken. Peter? Ja? Sie antworten gar nicht. Habe ich was Falsches gesagt? Ich muss jetzt Schluss machen. Diese Sache da draußen beschäftigt mich. Tja, irgendwie war die so ein bisschen merkwürdig, die Tante da. Kannst du da noch hingehen? Telescreen. Und ein Whisky, ja, ist klar. Tolles Programm wieder mal. Ich könnte ihn ausschalten, aber dann ist es so verdammt still. Hier war doch gerade noch irgendwas außer Whisky. Wir können aus dem Fenster gucken. Gut, dann machen wir das. Ja, sehr verlassen irgendwie. Alles ruhig. Die Polizei wohl die Straße gesperrt hat? Ich könnte einen Schluck vertragen, aber lieber nicht jetzt. Ja, finde ich gut. Sehr löblich. Wir gehen jetzt und gucken nach deinen Nachbarn. Ach so, du hast ja jetzt hier den PDF. Mein Messenger. Das neueste Modell. Bill ist mächtig neidisch. Infocenter... Ja, wir können momentan, glaube ich, nur telefonieren. Dann rufen wir das Infocenter an. Guten Tag. Hier ist das Messenger-ID-Nummern-Service-Verzeichnis Region New York City. Ich bin Ihr elektronischer Directory-Agent Elena McBride. Dieser Service ist für 30 Sekunden gebührenfrei und kostet danach nur 1,8 Credits pro angefangener Minute. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Messenger-Nummer einer Familie Oswald in New York. Tillery Street 352. Bitte spezifizieren Sie Ihre Anfrage. Buchstabieren Sie den Namen der gewünschten Person.
O-S-W-A-L-D. Oswald. Ihre Eingabe wird analysiert. Wir haben eine Ihren Angaben entsprechende Person in unserer Datenbank gefunden. Die Messenger-ID wird übertragen. Möchten Sie verbunden werden? Nein, danke. Ich rufe selbst an. Was kann ich noch für Sie tun? Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, gut, jetzt müssten wir da anrufen können. Ach so, so geht das. Ja, ich habe mich so an Touchscreen gewöhnt. Hallo? Hallo, Mrs. Oswald. Hier ist Peter Wright. Wer? Peter Wright, Ihr Nachbar. Und? Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Ich habe gerade den Polizeieinsatz an Ihrer Wohnungstür miterlebt und wollte fragen, ob es Ihnen gut geht. Sind Sie Reporter oder sowas? Oh nein, nein. Ich wollte wirklich nur hören, ob alles in Ordnung ist. Das ist nett, Mr. Wright, aber wir haben im Moment wirklich andere Sorgen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Ich stelle den Messenger ohnehin gleich offline. Bitte verstehen Sie das. Natürlich, ich verstehe das. Entschuldigen Sie die Störung. Da wäre noch etwas. Was denn? Da wäre noch etwas. Was denn? Ihr Sohn hat seinen Teddy auf dem Flur verloren und bestimmt möchte er ihn gern wiederhaben. Ich habe ihn hier bei mir. Würden Sie mir nur kurz die Tür öffnen, dann komme ich eben rüber und bringe ihn vorbei. Ich werde nicht lange stören. Den Teddy? Also gut. Einen Moment. Ich schließe ihn kurz auf. Okay, bis gleich. Das neueste Modell. Mann, Mann, Mann. Das Spiel spielt irgendwann in der Zukunft, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Also allein schon anhand hier so dieser pseudo-futuristischen Einrichtung. Ach, entschuldigt. Muss mal kurz gähnen. Aber, naja, das Telefon ist in der heutigen Zeit ziemlich veraltet. Ah, ich glaube, da kommt sie. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Es geht schon. Also hier wäre der Teddybär Ihres Sohnes. Scheint noch alles dran zu sein. Danke, Mr. Wright. Hey, Tommy. Sieh mal, Mr. Wright hat deinen Bären gefunden. Hi, Tommy. Geht aber gut, er ist völlig am Ende. Ja. Er braucht jetzt Ruhe. Ich gehe sofort wieder. Hören Sie, Mrs. Oswald, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber was war eben hier los? Kann ich irgendwie helfen? Was hier los war? Sie haben es doch gesehen. Dieses Kommando ist hier hereingestürmt wie die Gestapo. Und sie haben Graham mitgenommen. Graham? Ihr Mann? Ja, natürlich. Weswegen? Was weiß ich? Graham hat nichts getan. Sie haben keinen Grund genannt. Wir haben keinen Durchsuchungsbefehl gesehen, keinen Haftbefehl, gar nichts. Wir wissen nicht einmal, wo sie ihn hingebracht haben. Verhaftet ohne Grund? Vielleicht nur eine Verwechslung? Ich habe schon mit der Polizei telefoniert. Die sagen, sie wissen gar nichts von dem Einsatz. Oh Gott, diese Mistkerle. Na, das kann ja nicht sein. Da muss irgendein Irrtum vorliegen. Soll ich eventuell mal beim Police Department vorbeischauen? Vielleicht klärt sich die Sache ganz schnell auf. Sie? Ja. Wissen Sie, ich arbeite für Greenberg und Winter. Sie wissen schon, Telescreen-Kampagnen. Vielleicht bekomme ich mehr Auskünfte. Ich schlage vor, Sie beruhigen sich erst mal ein wenig, kümmern sich um Ihren Sohn. Und ich kläre die Sache mit dem Police Department. Sie werden sehen, bestimmt kommt alles wieder in Ordnung. Ich komme nachher noch mal vorbei und sehe nach Ihnen. Okay? Melden Sie sich lieber auf dem Messenger. Es ist schon spät und Tommy muss auch schlafen. Oder es wenigstens versuchen. Natürlich. Also dann. Habt ihr gesehen, die rutscht mit den Füßen immer vor und zurück? Ganz, ganz merkwürdig. Okay, wir gehen jetzt zum Polizeirevier. Wie kommen wir da hin? Ach so. Kannst du auch rennen? Ja, mit Doppelklick kannst du rennen. Das ist ja toll. Etagenklo. Es gibt ein Etagenklo? Fest verschlossen. Was ist denn ein Etagenklo? Also ich meine, sowas gab es früher, wo es noch keine Toiletten in der Wohnung gab. Aber um Gottes Willen, es wird hier doch Toiletten in der Wohnung geben. Ich warte auf der Arbeit schon immer auf den Fahrstuhl. Musst du es hier auch? Na toll. Es regnet schon wieder. Aber sieht irgendwie cool aus. Wo ist er denn? Ach, da unten. Da. Der kleine Mann da. Ja, hier gibt es so ein Set Car. Das ist so eine Art Taxi. Verdammtes Mistwetter. So
kostet aber Geld. Ich würde sagen, wir fahren eher mit der Magnetbahn. Die Magnetbahnhaltestelle. Tagsüber ist es etwas sicherer in dem Ding, aber ich nehme trotzdem lieber das Z-Car. Okay, wir nehmen doch das Z-Car. Nee, das ist er gar nicht. Er ist hier. Ah, ich habe mich schon gefragt hier. Okay, das ist doch etwas sehr klein. Das Z-Car wäre frei. Gibt's denn noch was? Nein, dann nimm das. Es ist viel zu spät, jetzt noch irgendwo hinzufahren. Downtown ist sowieso Sperrstunde. Okay, wir können nirgendwo hinfahren. Was mache ich dann? Muss ich die Polizei anrufen? Ich dachte, wir fahren da jetzt persönlich hin. Na gut. Guten Tag. Hier ist was, kann ich... Jetzt krieg ich mal weg. Ja. Ich brauche die Nummer des New York Police Departments. Ihre Frage wird analysiert. Sie möchten das Police Department erreichen. Die Messenger-ID wird übertragen. Um Notrufe möglichst schnell weitergeben zu können, haben wir eine Direktweiterschaltung an das Police Department eingerichtet. Möchten Sie jetzt verbunden werden? Nein, danke. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Die hat ja gar nicht mehr gesagt, wie viel das kostet. Okay. Wir stehen hier im Regen vor so einem Auto und rufen da an. Ich möchte eine Auskunft einholen. Guten Tag, Officer. Hier ist Peter Wright. Hillary Street 352. Ich möchte eine Auskunft einholen. Sir, dies ist die Notrufnummer. Bitte blockieren Sie nicht die Leitung. Ich weiß, Officer, aber es ist sozusagen ein Notfall. Ich möchte wissen, ob Ihr Department vor einigen Stunden einen Einsatz in der Tillery Street hatte, betreffend einem gewissen Graham Oswald. Sie sind kein Verwandter, Sir. Ich sehe es hier in der Datenbank. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Ich könnte Ihnen höchstens die aktuellsten Zahlen zur offiziellen Statistik nennen, die auch über das Global Net zugänglich ist. Danach hat im Quadranten Brooklyn West 2 seit letzter Woche kein Einsatz mehr stattgefunden. Also auch nicht vor wenigen Stunden? Diese Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich darf zu Einzelfällen keine Auskunft geben. Also kein Einsatz in Brooklyn West? So ist es, Sir. Bitte machen Sie jetzt die Leitung frei. Okay, vielen Dank, Officer. Keine Ursache, Sir. Das ist wirklich etwas merkwürdig. Du hast jetzt aber auch nicht viel mehr rausgekriegt als Sie, weil das wussten wir gerade schon. Ja, jetzt ruf mal die nochmal an. Mrs. Oswald, hier ist nochmal Peter Wright. Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr. Ich kann sowieso nicht schlafen. Und Tommy ist auch noch wach. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Nun, es ist wirklich etwas seltsam. Ich habe die Polizei angerufen. Angeblich keine Polizeieinsätze in ganz Brooklyn West in der gesamten letzten Woche. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht, Mrs. Oswald. Das ist schon alles ziemlich merkwürdig. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Wir werden Ihren Mann finden. Versuchen Sie zu schlafen. Ich werde morgen früh mit Bob vom Kiosk reden. Vielleicht ist dem irgendwas aufgefallen. Gut möglich, dass er noch geöffnet hatte, als das Kommando hier aufgetaucht ist. Ich danke Ihnen, Mr. Wright. Klingeln Sie morgen einfach, ich bin zu Hause. Gut, dann bis morgen. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken und grüßen Sie Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich sollte mich jetzt doch mal hinlegen. Ich wollte gerade sagen, es muss schon weit nach zwei sein und morgen Mittag beginnt wieder der Agenturstress. Vielleicht kann ich ja endlich mal schlafen. Aber leider kann man mit Doppelklick nicht in die neue Szene switchen, sondern man muss sich erstmal angucken, wie er da hinläuft. Aber es sieht irgendwie schön aus, auch wenn es mehr nach Schnee aussieht. Grafisch war das Spiel damals, als es rauskam, Nonplusultra für so ein Adventure. Es gibt nachher auch so Zoom-Szenen. Da werdet ihr sehen, was ich meine, warum das damals so einen War-Effekt hatte. Natürlich eine ziemlich gute Synchro, wie ich finde. Nicht nur wegen der Synchrostimme von Bruce Willis. Nein, auch so. Wie immer ein mäßig attraktiver Hauptheld, aber das ist ja irgendwie immer so. So, jetzt geht er schlafen. Ja.
30. September 2044. Überleg mal, was für billige Handys es im Jahre 2044 gibt in diesem Spiel. Nee, noch keine Gewalt hier über ihn? Wieder eine Nacht ohne Schlaf. Guten Morgen, New York. Ja, guten Morgen, New York, und gute Nacht, meine lieben Zuschauer, denn ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin.